Dienstag ist Wohntag. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Höffi-Show. Auch in dieser Woche haben wir natürlich wieder ein tolles Produkt für Sie. Das ist dieses hier und das ist der Servierwagen Puno aus reinem Massivholz, Mango-Massivholz. Und das hier neben mir ist die Fiona. Hallo Fiona. Hallo Claudia. Grüße dich. Fiona, Puno ist aus Mango-Massivholz, habe ich gerade gesagt. Was ist denn der Vorteil? Der Vorteil beim Massivholz ist, dass man es immer wieder abschleifen kann und dann wieder neu wachsen kann. Mhm. Man sollte auch Massivholz einmal im Jahr wirklich durchwachsen oder beispielsweise mal Holzöl raufmachen, damit es ist wie so eine Haut, ja, die trocknet irgendwann mal aus und das muss man dann halt auch immer schön pflegen. Wenn man das macht, dann hat man ganz lange was davon. Beispielsweise, wenn Flecke drauf sind, kriegt man die halt immer durch Schleifen raus. Ne? Prima, schade, dass ich nicht machen kann, so abschleifen. Egal, okay, also Puno hat ganz viele tolle Sachen auch zu bieten, zum Beispiel hier die Arbeitsplatte, die finde ich ganz toll. Die können Sie nämlich ausziehen und Sachen draufstellen. Das hält doch einiges aus, ne? Ja, also ein Kochtopf auf jeden Fall. Das heißt, wenn jetzt mal Besuch kommt, der nicht erwartet war, dann kann man da gerne noch erweitern. Prima. So, und du hast auf deiner Seite ja auch noch ein paar ganz schöne Details. Genau, ich habe hier 5 Häkchen, ja. Kann man individuell benutzen, wie wir jetzt hier haben, Geschirr, ne? Und auch ein Geschirrtuch. Man kann aber auch Flaschenöffner und alles weitere daran hängen. Ne? Also sehr praktisch. Genau. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen nach vorne. Hier haben wir Schubladen. Die auf meiner Seite ist super tief, da passt also wirklich einiges rein. Wir haben jetzt einfach nur mal so ein paar Geschirrtücher reingemacht, aber die ist wirklich sehr raumsparend bzw. passt einiges rein. Genau. Ich habe hier auch noch 2 Schubläden, die sind jetzt nicht ganz so tief. Ich denke mal, die werden dann mehr für Besteck genutzt oder Servietten haben wir jetzt hier beispielsweise reingetan. Ja. Die kann man dann hier vorne auch noch schön beschriften, beispielsweise was da drin ist. Und hier ganz vorne haben wir 2 schöne Kästchen, die auch viel Stauraum bieten. Wobei ich vielleicht finde, dass man die gar nicht unbedingt hier lagern muss, in diesem Servierwagen, sondern beispielsweise woanders in der Küche verteilen könnte. Gute Idee. Dann würde sich das wiederfinden. Absolut, ne? Denn die sind ja nicht fest verbaut und so findet sich halt der Look, je nachdem, wo Sie den Servierwagen hinstellen, überall wieder. Das finde ich eigentlich ganz prima. Die Rückseite ist übrigens auch Massivholz. Das heißt, Sie können den Servierwagen überall im Raum freistehend positionieren. 4 Rollen gibt es. Genau. Das heißt, man kann ihn schön easy rumschieben. 2 davon sind auch verstellbar. Genau, damit er nicht wieder wegrollt, wenn Sie die richtige Position gefunden haben. Und es ist wirklich ein schickes Teil. Und wenn Sie jetzt sagen, Puno passt perfekt in meine Wohnung, den muss ich haben. Dann können Sie den natürlich im stationären Handel erwerben. Sie können uns anrufen unter der Hotline oder Sie schauen einfach online nach. So, und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Minuten Zeit, um sich Puno noch etwas genauer anzusehen und wir sehen uns gleich wieder. Liebe Zuschauer, das ist also unser Puno aus massivem Mangoholz und welche Maße hat er denn? Der Puno hat eine Breite von 97, eine Höhe von 85 und eine Tiefe von 43 und was ich super optimal finde ist, dass der Puno auch unter Arbeitsplatten passt beispielsweise. Ah, okay, genau. Also er würde nicht mal viel Platz wegnehmen. Okay. Ja? So und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Detail für Sie und zwar zu dem Preis und den weiß Fiona auch. Der Preis ist heiß, er kostet 299 Euro und dieses Angebot gilt jetzt die ganze Woche. Okay, super. Also ich fasse nochmal zusammen für Sie. Der Servierwagen Puno ist aus massivem Mangoholz. Er ist auch auf der Rückseite aus massivem Holz. Das heißt, Sie können ihn frei im Raum aufstellen. Er hat ganz viele tolle Details, wie zum Beispiel die Arbeitsplatte, die ausschiebbar oder ausfahrbar ist. Die können Sie auch natürlich auch wieder reinschieben. Genau. Dann gibt es tolle Schubläden, wo Sie ganz viel verstauen können. Und noch ein ganz tolles Detail, das haben wir ganz vergessen. Mhm. Es gibt 6 Fächer für Weinflaschen. Da können Sie also Ihre Weinflaschen verstauen. Ja, und Wein ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja hier schon ein Fläschchen offen und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt gemütlich an den Tisch. Der ist ja auch schon ganz nett gedeckt. Trinken ein Gläschen, schwatzen noch ein bisschen. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Stöbern, vielleicht auf unserer Webseite. Vielleicht finden Sie noch das ein oder andere Detail. Und ansonsten freue ich mich sehr, Sie in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut.